Liebe Freunde, da bin ich wieder. Letztes Mal habe ich meinen und auch Spike-Fans Level vom Claude Cup gezeigt und ich habe über Ollis Pyramide geflucht und sie irgendwann entnervt aufgegeben. Und jetzt brauche ich für meine Nerven was Einfacheres und deshalb spielen wir jetzt die neuen Level von Chibi. Da gibt's 4 Stück an der Zahl. Dann wollen wir doch mal. Es gibt ein Tutorial für Masken. Ist in der Corona-Krise ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Schauen wir mal. Wie ging die Steuerung von den Dingern nochmal? Ach so. Ach so, Pauklock. Na, du erlebst das aber bestimmt auch selten, dass du von einem Goomba platt gemacht wirst. Normalerweise kommt ja doch immer nur dieser komische Mario, oder? Ja, war doch eigentlich ganz schön. Ich weiß zwar nicht, was dabei ein Rätsel war und was dabei knackig war, aber kurz war's, das stimmt. Dann weiter geht's. Vom Himmel nach unten. Oh, ein Level im Wii-U-Stil. Tatsächlich, die anderen waren bisher ja alle 3D-World. Ja gut. Vom Himmel nach unten, Wii-U. Also, ich fände es übrigens auch schön, wenn Chibi mal einen klassischen Super Mario World Level bauen würde. Das ist nämlich mein Lieblingsstil. Und ich wäre gespannt, wie sowas dann bei Chibi aussieht. Aber jetzt spielen wir erstmal Wii U. Und lassen uns vom Goomba fressen. Ups, krieg ich den mal, danke. Also, mein Propellerfilz bin ich wieder los. Aber ich kenne ja Chibi, ich krieg sicher einen neuen. Wer sagt's denn? Autsch. Ist das da diese verfluchte Sonne? Ja. Hat mich doch glatt die Lockschlange zermatscht. Find ich überhaupt nicht gut. So, jetzt behalten wir den Propellerpilz zur Abwechslung mal. Andererseits, ich hätte ja jetzt den neuen gekriegt. Von daher. Koopa, Drecksvieh. So geht das doch auch. Und du, blöde Zimtzicke. Aber wenigstens kann man sich bei Chibi drauf verlassen, dass es unendlich Power-Ups gibt. Und das macht das Leben doch gleich viel einfacher. Na, willst du vielleicht mal krepieren? Sie will nicht, ich will schon kommen. Yeah!
das war's schon. Okay, auch gut. Und Rekordhalter bin ich sogar. Joa. Der Level war schon okay. Ja. Aber irgendwie, das gewisse Etwas hat ihm gefehlt. Wirklich was Besonderes war er nicht. Deshalb gebe ich jetzt auch mal kein Toll, aber gefallen hat er mir trotzdem. Gut. Wälder und Flüsse. Wieder New Super Mario Bros. U. Kleines Abenteuer im Wald und unter Wasser. Was entdeckt ihr alles? Dann schauen wir doch mal, was ich alles entdecke. Ich entdecke Goombas und dass ich in die reinrennen kann, weil ich auf den Mond da oben geachtet habe. Feuerblume. Moment, da war eine Ranke. Achso, nur eine Münze. Na gut. Unter Wasser im Dunkeln. Toll. Also Unterwasserlevel mag keine, dunkle Level mag keine und beides in Kombination. Ach ja. Yeah. Wie kommt man da dran? Ah ja, achso, natürlich. Darf ich mal da rein, danke? Moment, die Münze nehme ich jetzt aber hallo noch mit. So. Und was ist links eventuell noch eine Sackgasse? Okay. Da liegt noch so schön ein Skelett direkt neben dem Ziel. Ist da bestimmt zufällig aufgetaucht, aber macht echt optisch was her. Gut, ein Chibi-Level noch. Erneute Flucht, Rätsel und Bosskampf und wieder New Super Mario Bros. U. Nur 7% Abschlussrate, das ist für einen Chibi-Level aber wenig. Erneute Flucht. Okay, ups. Ups. Münze. Ja. Gut. Also wäre das auch geklärt. Dann gehen wir mal hier entlang. Okay. Irgendwas, was mich interessiert in der Mitte von
Creme. Naja. Uhahaha. Gut, hat sich was mit der Feuerblume? Hat sich was mit große sein? Gut. Also. Es gab noch keinen Checkpoint bis hierher. Jetzt bin ich aber enttäuscht, liebstes Chibi-Lein. Na, da unten war ja auch ein Power-Up. Dann brauche ich das im Buchkreisel nicht. Und da war doch genau der Schlüssel. Moment, da ist noch ein Fragezeichen. Ach, toll! Super! Jetzt fängt selbst Chibi schon an, uns zu trollen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Finde ich... Jetzt nur nicht überstürzen. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, so langsam mal der erste Chibi-Level, der anfängt, mich an den Rande meiner Verzweiflung zu bringen. Ach, da ist noch ein Extra-Leben. Gut, bringt mir nur nix. Schlüssel und den Geisterkreisel löse ich jetzt mal nicht auf, sondern wir gehen weiter. Außerdem bin ich doch ein Hornochse, ich bin doch Feuer-Mario. Wieso fällt mir das eigentlich erst jetzt ein? Und schon geht's ganz einfach mit dem Pflänzlein. Man muss es nur einmal richtig machen. Mhm. Uha. Und da ist ja endlich der ersehnte Checkpoint. Und ein P-Switch. Und es blitzt. War ich wohl zu schnell? Lässt du mich mal an die Feuerblume? Danke. Okay.
Okay, der wäre erledigt. Und mal weit übers Ziel hinausgeschossen. Wunderbar! Yippie! Yay! Feuerwerk! Juhu! Prost Neuer! Frohe Weihnachten! Fröhliche Ostern! Happy Halloween! Alles Gute zum Geburtstag! Yippie! Na gut, gehen wir ins Ziel. Die Flagge weht zwar nur auf Halbmast, aber wie auch immer. Warum habe ich jetzt nicht den Rekord? Weil ich am Ende am Ziel so viel rumgekaspert habe. Das habe ich davon. Gut, das waren also die... Wieso starte ich den Level nochmal von vorne? Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe mich halt verdrückt. Aber das haben wir gleich Level beenden. Gut, das waren die neuen Level von Chibi. Und ansonsten von meinen alten Bekannten kenne ich ja alles. Dann fangen wir doch jetzt einfach mal mit ein paar Leveln von Spike-Fan an. Wie ich es ja letztes Mal angekündigt habe, fangen wir vorne an. Wobei das erste war ein Automatik-Level. Das geht dann wenigstens schon schnell. In 11 Sekunden werden wir da durch sein. Eigentlich mag ich solche Automatik-Level überhaupt nicht, aber kann man sich ja zwischendurch mal gönnen. Also ich drück wirklich überhaupt keinen Knopf. Aber wie war das jetzt mit den 11 Sekunden? Also da kann man doch bestimmt auch abkürzen und sich den Weltrekord holen, indem man einfach auf das Don't Move pfeift und versucht da richtig durchzuspringen. Das probiere ich jetzt mal. Also ich war deutlich schneller als vorher, aber für 11 Sekunden hat es nicht gereicht. Da geht noch was. Okay. Gar nichts geht da. Naja, gut, lassen wir's. Und schauen uns lieber den nächsten richtig ernsthaften Level an. Das wäre Tank Wars und den kenne ich noch überhaupt nicht, dann wird's aber wirklich allerhöchste Zeit. SMB3 ist das zur Abwechslung mal. So ein typischer SMB3-Panzer, verstehe. Ach Gott, sind wir heute wieder lustig. Da kann man nicht rein. Okay. Ah.
Achso, der Koopa ist wieder aufgewacht, weil ich mich zu lange Dingsbums mit diesen unsichtbaren Blöcken beschäftigt habe. Nun gut. Also nochmal. Da wäre ein Checkpoint gewesen. Und was macht der scheiß Knochentrocken? Mich beißen. War ja wieder mal typisch. Sehr schön, da kommen zwei Koopas. Ich liebe es. Ach, da ist ein Pilz und keiner sagt es mir. Super. Und ich bin den Pilz auch schon wieder los. Also, wie war das Buch der Pilz hier? Gut. Jetzt klappt wieder mal gar nichts mehr. Aber so schwer ist der Level ja eigentlich gar nicht. Kriege ich hier jetzt eine Feuerblume? Nein, ein Platz. Auch recht. Wir haben endlich den Checkpoint. Gut.
Dann hier rein. Nein. Drecksviech. Dann muss ich halt ohne Platz da unten rein. Und bum bum ummieten. Aber das wird doch wohl machbar sein. Ja, wird es. Schöner, originalgetreue Super Mario Bros. 3 Panzer. Was will man eigentlich mehr? Gut, nächstes Mal gucke ich mir dann Mario Kart 2D World an und die anderen schönen Level von Spike Fan. Oder wir gucken dann mal, was von euch bis nächstes Mal wieder alles gebastelt wurde. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall war's das für heute. Tschüss, ciao, arrivederci, bye bye. Sayonara, winke, winke und bis dann.